Lina ist neu in Deutschland. Lina kommt aus Madrid und wohnt im Moment in Köln. Sie arbeitet im Café Schönbrunn und wohnt mit ihrer besten Freundin Anna zusammen, die Spanischlehrerin an einer Schule ist. Und dann ist da noch Stefan. Er ist Linas Freund, wohnt auch in der gemeinsamen Wohnung und arbeitet im Reisebüro Ins Glück. Es ist Montagnachmittag und Lina muss arbeiten. Das Café Schönbrunn ist sehr voll. An allen Tischen sitzen Gäste. Lina und ihre Kollegin Sophie sind ein gutes Team. Deshalb ist viel Arbeit normalerweise auch kein Problem. Aber heute haben sie eine besonders komplizierte Kundin. Die Frau mit der großen Brille und den grauen kurzen Haaren ist schon seit ungefähr einer Stunde da und schaut sich wirklich alle Blusen und Kleider an, die sie im Laden verkaufen. Im Café gibt es eine kleine Ecke mit Kleidung. Linas Chefin Frau Kühlbach mag das so. Die Kleidung wurde von Frau Kühlbachs Schwester entworfen. Haben Sie das rote Kleid auch in Größe M? Erkundigt sich die nervige Kundin. Sie hat schon viele Sachen anprobiert und Lina konnte die Kleider noch nicht wegräumen, weil sie so viele andere Gäste hat. Alle Kleider liegen auf dem Tisch, manche sogar auf dem Boden. So ein Chaos. Zum Glück ist Linas Chefin nicht hier. Sie ist seit 3 Wochen in Neuseeland im Urlaub und sollte bald zurückkommen. So lange arbeiten Lina und Sophie schon alleine im Café. Lina gibt der Kundin die richtige Größe und die Kundin probiert das Kleid in der Umkleidekabine an. Wo werden die Klamotten denn produziert? Bestimmt nicht in Deutschland, oder? Hört Lina aus der Umkleidekabine. Lina schaut genervt an die Decke, dennoch antwortet sie freundlich. Nein, die Kleider werden in Deutschland in der Nähe von München produziert. Nachdem Lina das gesagt hat, bedient sie andere Gäste und kommt dann zu der Frau zurück. Die Kundin hat sich jetzt an einen kleinen Tisch neben das Fenster gesetzt. Kann ich Ihnen etwas bringen? Ja, bitte. Ich hätte gerne einen Kaffee, ein Stück Apfelkuchen und ein Glas Weißwein. Sehr gern. Das war ja gar nicht so kompliziert, aber Lina hat sich zu früh gefreut. Wie wird denn der Weißwein bei Ihnen gekühlt? Er sollte nicht wärmer als 10 Grad sein. Ach ja, ich mag keine Rosinen. In dem Apfelkuchen sind doch keine Rosinen, oder? Nein, in dem Apfelkuchen sind keine Rosinen. Ich bringe Ihnen alles sofort. Lina bringt der Kundin alles und die Kundin beschwert sich nicht. Kurz danach bezahlt sie die Rechnung und geht. Nicht einmal Trinkgeld hat sie Lina gegeben. Das war anstrengend. An nervige Kunden werde ich mich nie gewöhnen, sagt Lina zu Sophie, während sie einen Kaffee für die nächsten Gäste macht. Sophie gibt ihr recht und spült weiter das Geschirr ab.